Die Sendung wird Ihnen präsentiert von Erznet, dem regionalen Telefon- und Internetanbieter. Bereits 17 Städte und Gemeinden profitieren von den günstigen Verbindungspreisen und dem Internetanschluss mit bis zu 100 Megabit pro Sekunde. Und der Ausbau des Netzes wird weiter vorangetrieben. Bei uns haben Sie persönliche Ansprechpartner und keine teure Hotline. Weiter bieten wir Ihnen den Installations- und Anschlussservice, die kostenlose Rufnummer und Mitnahme Ihrer bisherigen Festnetznummer, einen einfachen Tarifwechsel über unsere Mitarbeiter oder im Internet. Dadurch können Sie den Tarif flexibel an Ihre Nutzung anpassen. Und selbstverständlich erhalten Sie 5 kostenlose E-Mail-Adressen. Für einen 100-Megabit-Anschluss inklusive Telefonieflat zahlen Sie derzeit woanders mehr als 15 Euro? Dann lohnt ein Wechsel zu Erznet. Einfach im Internet unter www.erznet.tv. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur aktuellen Ausgabe von MEF Kompakt. Wie gewohnt mit Nachrichten und Veranstaltungshinweisen für die kommende Woche. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Gleich zu Beginn starten wir mit einem 10-jährigen Jubiläum, nämlich das der Firma Schott Kamin- und Brennstoffhandel sowie Forstdienstleistungen in Marienberg. Sie, liebe Zuschauer, sind da am 16. Mai zum Tag der offenen Tür anlässlich des 10-jährigen Bestehens eingeladen. Schauen Sie am alten Wasserwerk in Marienberg vorbei und staunen Sie über die Vielfalt der Holzverarbeitungsmöglichkeiten. Auf Sie warten Informationen, Schauvorführungen, Verkauf und vieles mehr. Und für Ihr leibliches Wohl wird natürlich bestens gesorgt sein. Und auch die Kleinsten haben ihren Spaß, zum Beispiel auf der Hüftburg oder beim Kinderschminken. Also merken Sie sich im Kalender vor, 16. Mai, Tag der offenen Tür der Firma Schott in Marienberg. Das Ambrosgut in Schönbrunn freut sich am 17. Mai, das ist ein Sonntag, in der Zeit von 11 bis 17 Uhr auf Ihren Besuch. Denn da findet das Frühlingsfest statt mit lebendigem Museum, Weinverkostung, Grillpräsentationen und dem Verkauf der Produkte aus dem Kräutergarten. Unter anderem gibt es Speisen aus dem Dutch Oven. Und das ist ein dreibeiniges, gusseisernes Gefäß, das seit dem 18. Jahrhundert zum Braten, Backen und Kochen über offenem Feuer verwendet wird. Und hier erleben Sie dieses Gerät live in Aktion. Gleichzeitig ist das auch der Startschuss zum Wettbewerb Marmeladenkönig oder Königin mit dem Bürgerhaus in Drehbach. Also merken Sie sich, 17. Mai, Ambrosgut in Schönbrunn, Frühlingsfest. Und bei unserem nächsten Veranstaltungshinweis schauen wir mal ins Theater Variabel nach Olbernhau. Denn am Samstag, dem 16. Mai um 20.30 Uhr beschäftigen sich die politisch-satirischen Kabarettisten Nürgelsäcke aus Gößnitz bei Thüringen mit der Frage, geht unser Geld unter? Unter anderem werden eben Themen abgehandelt wie: Können wir das Bargeld bald vergessen? Denn oftmals hat es ja den Anschein, als ob das letzte Münzlein des Euros schon geschlagen hat. Gibt es dann Jubel, Trubel, Heiterkeit in und an den Börsen? Ja, oder bezahlen wir irgendwann in Drachmen? Wenn Sie sich mit auf die Spur der Scheine begeben möchten, dann sollten Sie Karten vorreservieren. Das geht ganz einfach unter 037 360 75 79 7. Vor mehr als 20 Jahren entdeckte Erika Beetz ihre Liebe zu einem besonderen Kunsthandwerk, dem Patchwork. Bei vielen namenhaften in- und ausländischen Textilgestaltern konnte sie ihre Kenntnisse und Techniken vertiefen und verfeinern. Und seit 1996 arbeitet sie selbst als Kursleiterin für Patchwork-Arbeiten. Da hat sich im Laufe der Zeit natürlich einiges angesammelt, was man ausstellen könnte. Das tut sie auch, und zwar in der Balderfüller in Marienberg. Und diese Ausstellung namens Verflixt und Zugenäht, die können Sie, liebe Zuschauer, noch bis zum 31. Mai besuchen. Bunt geht es bei uns auch gleich weiter. Dafür schauen wir mal in die Naturschutzstation Miriquidi nach Pobersau. Denn da können Sie am 14. Mai um 14 Uhr an einer geführten Wildkräuterwanderung teilnehmen. Denn unsere Frühblüher sind ja zum Teil fast alle essbar. Und sie lieferten unseren Vorfahren im Frühjahr schon die ersten Vitamine, wie zum Beispiel das bittere Schaumkraut, oftmals auch als Brunnenkresse verkannt, oder der Bärlauch.
Ja, was auf unseren Wiesen alles essbar ist, wovon Sie lieber die Finger lassen sollten, was gesundheitsfördernd, wohltuend und wohlschmeckend ist, das erfahren Sie bei dieser Wanderung. Allerdings müssen Sie sich hierfür anmelden. Das geht ganz einfach unter www.naturschutzstation-pobershau.de. Und für einen kleinen Obolus von 3 Euro können Sie am 14. Mai um 14 Uhr an der Naturschutzstation mitwandern. Anfang der 90er Jahre fielen einem Hobbysammler die ersten erzgebirgischen Miniaturen aus Holz, ja sprichwörtlich, in die Hände. Zum damaligen Zeitpunkt waren diese schon fast 80 Jahre alt. Seither sammelt er fasziniert und konnte seine Sammlung bis zum heutigen Tag auf fast 2000 Miniaturen erweitern. Darunter sind zum Beispiel Szenarien der Feuerwehrgeschichte, diverse Pferdefuhrwerke, mobile Kraftwagen, Straßenbahnen, Flugzeuge und Busse. Diese werden seit dem 24. April und noch bis zum 1. November im Pferdegöbel in Lauta ausgestellt. Und diese Ausstellung 100 Jahre Miniaturspielzeug vom Original zur Miniatur aus Holz sollte man unbedingt besuchen, wenn man bedenkt, dass es derzeit nur noch etwa ein Dutzend erzgebirgische Händler gibt, die Miniaturen noch gänzlich aus Holz fertigen. Und damit zu einem Hinweis der Abfallwirtschaft Südwestsachsen. Denn beim Frühjahrsputz kommen ja die ein oder anderen Gegenstände zum Vorschein, die sich so einfach nicht mit dem Hausmüll entsorgen lassen. Dafür gibt es das Schadstoffmobil und das ist noch bis zum 30. Juni im Erzgebirgskreis unterwegs. Termine und Standplätze der mobilen Sammlung sowie die Annahmetermine der Wertstoffhöfe des Erzgebirgskreises finden Sie auf den Terminblättern des aktuellen Abfallkalenders oder im Internet auf www.za-sws.de. Wir haben noch eine kurze Meldung vom Statistischen Landesamt des Freistaates Sachsen, denn die verzeichneten ein deutliches Wachstum der sächsischen Wirtschaft im Jahr 2014. Das bereinigte Bruttoinlandsprodukt in Sachsen stieg im vergangenen Jahr um 1,9% und damit erreichte der Freistaat ein überdurchschnittliches Wirtschaftswachstum. Denn für Deutschland war reell ein Zuwachs von 1,6% zu verzeichnen. Also sind wir wieder mal mit ganz vorn. Ob wir auch beim Wetter ganz vorn sind, das wird sich zeigen. Denn der Wonnemonat Mai wartet auch mit kalten Gesellen auf. Den Eisheiligen. Und hierbei handelt es sich nicht um Schöller, Mövenpick und Langnesel. Nein, sie heißen Pankratius, Servatius, Bonifatius und die kalte Sophie. Zwischen 12. und 15. Mai treiben sie ihr Unwesen und danach sollte eigentlich Sommer werden. Ja, so viel zur Theorie. Hier die Praxis. Der erste Teil der Woche ist geprägt von einem Sonne-Wolken-Mix mit gelegentlichen Schauern bei einem Niederschlagsrisiko von 60%. Die Temperaturen erreichen Werte von maximal 19 und minimal 7 Grad. Im weiteren Wochenverlauf klettern die Temperaturen auf bis zu 21 Grad. Aufgrund des wolkenlosen Himmels sinken sie in den Nachtstunden auf 3 Grad. Tagsüber gibt es Sonne satt und von uns den Hinweis für die Herren zum Vatertag. Auch alkoholfreie Getränke mitnehmen und Sonnencreme nicht vergessen. Und das soll es auch schon wieder gewesen sein, liebe Zuschauer, für diese Ausgabe von MEF Kompakt. Die Blitztipps, die bekommen Sie noch, und zwar im Internet auf www.mef-line.de oder auf unserer Videotexttafel 112. Für den Fall, dass Sie uns verpasst haben sollten. Gar kein Problem. MEF Kompakt sehen Sie täglich um 6, 8, 13, 20 und 23 Uhr. Und wem das immer noch nicht genug ist, kein Problem. Das Ganze geht auch online auf YouTube und Facebook. Und auch mein Kollege Tobias Körner im Wochenrückblick freut sich auf Sie, denn er hat die Geschichten und Berichte aus unserem Sendegebiet. Damit verabschieden wir uns, wünschen Ihnen eine schöne Zeit und freuen uns, wenn Sie das nächste Mal wieder mit dabei sind. Denken Sie bitte daran, was immer Sie auch tun, wir wünschen Ihnen viel Spaß dabei. Auf Wiedersehen.